Hallo liebe Valerie, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und dass du hier im Studio bist. Gleich mal zu Beginn, es ist ja eine Stream und ist ja eine Film- und Serien, ein Film- und Serienmagazin. Da möchte ich natürlich direkt einmal wissen, so, schaust du denn selber auch als Schauspielerin viele Filme und Serien oder hat man da überhaupt gar keine Zeit dafür? Man versucht es, aber ich muss echt ehrlich zugeben, ich bin nicht der größte Serien-Nerd. Also da gibt es echt Leute, die viel mehr schauen als ich. Ich finde, wenn ich die Wahl habe zwischen rausgehen am Abend an einer schönen Sommernacht oder eine Serie zu gucken, weiß nicht, gehe ich halt lieber raus. Aber natürlich, ich gucke mir schon die Sachen an, aber ich bin leider nicht so... Ja, nicht so ein Experte wie du wahrscheinlich. Oje, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich es mir anmaße. Wie ist es denn mit deinen eigenen Produktionen? Schaust du dir das dann auch immer selber an? Oder wie fühlt man sich dann da, wenn man dann halt sich selber in so einer Rolle sieht? Es gibt ja echt viele Kolleginnen, die können sich gar nicht selber sehen. Ich schaue mir das schon an, weil ich es einfach eine gute Feldstudie finde. Mhm. So wie die Skifahrer, wenn die dann ihre Läufe anschauen, kann man wirklich genau analysieren, das habe ich da falsch gemacht, das war da vielleicht okay und was übernehme ich dann für die Arbeit weiterhin. Das hilft mir schon. Wie ist es denn mit zukünftigen Projekten? Also eines ist ja, wissen wir sogar schon, wir waren ja sogar bei euch schon am Set, nämlich bei Pulled Pork. Mhm. Der kommt ja, glaube ich, Anfang Oktober schon diesen Jahres raus, eine Crime-Comedy. Welche Film- und Serienprojekte stehen denn noch so an? Darfst du da schon was verraten? Aktuell darf ich leider noch nicht sagen, was jetzt ansteht. Das ist immer leider sehr, sehr streng geheim davor. Da gibt es dann immer ein Datum und dann darf man drüber sprechen. Aber aktuell noch nicht, leider. Aber das heißt schon mal, dass was sich anbahnt. Im Busch ist, ja. Sehr gut, sehr gut. Du hast ja eben bei Pulled Pork mit Paul Pizzerra und Otto Jaus gearbeitet, die du ja auch beide privat natürlich kennst. Wie war denn die Arbeit mit den beiden? Ehrlich gesagt, noch viel besser als erwartet. Ich wusste, dass sie das können, weil sie, glaube ich, schon 20 Musikvideos gedreht haben, aber dass sie dann echt so performen und so abliefern, konnte niemand erwarten. Und das war schon beeindruckend, dass sie das auch noch können. schon 1000 Sachen und das auch noch, aber ja, man würde nicht erkennen, dass sie keine Schauspieler sind. Du hast jetzt schon wirklich sehr, sehr viele verschiedene Rollen auch schon gespielt. Wenn du da so ein bisschen zurückblickst, was war denn so die, wo du sagst, das war für mich die schwierigste? Die schwierigste? Vielleicht eine, wo die Vorbereitung intensiver war oder wo du vielleicht nicht direkt in die Rolle reingefunden hast. Wie war das so? Also anspruchsvoll. Also mich reizen ja immer Dinge, die auch weit weg von mir selber liegen. Das ist immer spannend. Aber bei Klammer, Chasing the Line, musste ich das erste Mal eine reale Person verkörpern. Mhm. Und das ist dann schon etwas, wo man sich selber auch mehr Druck macht, weil man ja der Person gerecht werden möchte und der gefallen möchte. Die lebt noch und schaut sich das an und die war dann aber, Eva Klammer war dann Gott sei Dank eh zufrieden, aber das ist schon ein ganz anderer Druck. Mhm. Und da ist die Vorbereitung auch anders, weil du kannst dir bei einem fiktiven Charakter alles einfallen lassen, alles überlegen, was du möchtest in Wahrheit, wenn der Regisseur d'accord damit ist. Aber bei einer echten Person musst du aufpassen. Mhm. Aber Gott sei Dank war die Vision vom Regisseur und mir auch eine ähnliche und es hat dann, glaube ich, gepasst so. Wie ist es dann im Endeffekt, du hast vorhin schon gesagt, du schaust dir auch gerne deine Produktionen an, einfach um zu schauen, wie kann man da vielleicht was verbessern, was war gut. Kannst du dann auch irgendwie dir das anschauen und zugeben, dass du stolz auf dich bist? Geht das? Schwierig. Ich muss zugeben, ich habe bis jetzt 2 Projekte, auf die ich stolz bin. Mhm. Und der Rest, also ich bin ein sehr kritischer Mensch und mit mir selber am allermeisten. Deshalb, ich lasse auch meine Freunde oder auch Paul auch vieles nicht ansehen, weil ich einfach denke, nee, das musst du jetzt nicht sehen. Das war noch sehr am Anfang meiner Karriere und man entwickelt sich einfach weiter. Und genau, also auf 2 Projekte bin ich stolz und auf den Rest geht so. Und es wird immer besser. Ja, das ist schon mal eine super Entwicklung. Was sind denn die beiden, wo du sagst, auf die bist du wirklich stolz? Tatsächlich Klammer, weil ich den ganzen Film einfach super finde. Mhm. Das ist echt der erste Film, auch und seit langem einer der österreichischen Filme, der mir einfach wirklich gut gefallen hat. Mhm. Weil ich auch ein großer Ski-Fan bin und das ganze Thema einfach bei mir mitten ins Herz trifft. Und das zweite war definitiv Kids, weil ich da einfach
weil es das erste Mal für mich war, dass ich eine Rolle, dass ich mich richtig fallen habe lassen in die Rolle, wo ich gemerkt habe, weil das war auch so ein langer Zeitraum, 4 Monate war der Dreh lang, dass ich gemerkt habe, ich übernehme teilweise Dinge, die die Rolle machen würde, persönlich schon nach dem Dreh. Und das war weird, weil ich sonst überhaupt nicht so Method Acting oder sowas mache. Ich habe gemerkt, das beeinflusst mich gerade voll. Das war interessant. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Dankeschön, danke dir. Boom, 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 boom.